So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Eine neue Folge Rams ist Kitchen, beziehungsweise der große Samyang Ramen, Bulldog Samyang Ramen Nudeltest, wie auch immer. Wir haben diese fette Box bekommen in der Fanpost. Da waren theoretisch alle Sorten Samyang Bulldog Ramen Nudeln drinne. Wer das nicht gesehen hat, kann sich ja die vergangenen Folgen angucken. Hier war Curry dabei, Light dabei, Tomato Pasta, Cheese, Carbonara, Yia Yang, die Stew Type, ja, Eintopf, die Originalen, die Schwarzen, und jetzt würde noch eine Sorte übrig bleiben. Das sind die hier, die Too Spicy. Die Too Spicy sind nicht nur die schärfsten Samyang-Nudeln. Die meisten sagen, das sind die schärfsten Instant-Nudeln überhaupt auf der ganzen Welt. Nein, die Too Spicy haben wir auch schon mal getestet, haben wir auch schon mal in einem Video gemacht, zusammen mit dem Bockwurst-King getestet. Dann habe ich noch mal ein Video gemacht, um zu zeigen, dass ich wirklich die ganze Portion esse, ne? Die natürlich mega scharf sind, also richtig genial, aber vom Geschmack plus scharf zusätzlich. Alter, was machst du da? Und jetzt habe ich mir gedacht, weil wir ja schon mal eine Too Spicy Packung Samyang gegessen haben, werden wir nicht das gleiche nochmal machen, sondern werden uns was Besonderes für Teil 10 ausdenken. Ich habe nämlich einmal in einem Fanpaket auch das hier drin gehabt. Das sind auch die Samyang Too Spicy, aber eben in einem Topf, also in so einer, Big Bowl, wie es ja hier steht. Hot Chicken Flavor Ramen with Added Sugar, Too Spicy, und die werden irgendwie auch anders gemacht. Und ich habe sogar jetzt schon, kann ich ankündigen, einen Bonus. Das habe ich nämlich bei dem Chap-Paket vergessen, als wir in Chap in der Tschechei waren, habe ich das hier gefunden. Und da wusste ich gar nicht, was das ist. Das ist auch Samyang Bulldog, aber irgendwie Top-Poki für die Mikrowelle, das müssten irgendwie so Reisküchlein sein. Reis, irgendwas. Kann man auf jeden Fall machen, ist auch in so einer Bowl. Da kommen wir dann später dazu, irgendwann in einer anderen Folge, nochmal als Bonus. Und nach den Too Spicy möchte ich auch gerne mal die 4 Spicy probieren. Also indem ich einfach zwei Portionen Too Spicy esse. Wir machen jetzt erstmal hier diese Bowl auf, die einfach richtig genial aussieht. Also wenn das eine Schüssel wäre, die ewig hält, würde ich da immer meine Too Spicy Nudeln drin essen. Ist leider nicht so, denke ich mal, weil das ist ja im Endeffekt nur Pappe. Jetzt ziehen wir das jetzt hier ab. Das wird bestimmt durchnässt sein. Es sieht aus wie eine normale Too Spicy Packung. Ihr habt also hier den Sesam und die Algen drin. Ihr habt hier die Too Spicy Soße und hier habt ihr die Nudeln. Das Gute ist, ihr müsst nicht einen Kochtopf irgendwo hinstellen und die Nudeln da reinpacken und dann ewig warten, dass das heiß wird. Ihr könnt gemütlich mit dem Wasserkocher, das habe ich jetzt hier schon mal vorbereitet, das Wasser hier reinfüllen bis zur Markierung. Ungefähr so. Der Adi kneift seine Augen zu. Ja, Adi, es ist heiß. Bis zur Markierung füllen wir jetzt mal das Wasser hier rein. Das lässt man jetzt ein bisschen stehen, dass die Nudeln hier weich werden, dann gießt man das Wasser natürlich wieder ab. Dann packst du die Soße dazu und dann packst du das hier drauf. Also in der Reihenfolge. Das ist natürlich anders. Manchmal packt man das Gemüse schon mit rein und muss das auch in dem Wasser irgendwie mit weich werden lassen und gießt dann das Wasser ab. Hier machst du es aber danach drauf und das werde ich, wie gesagt, jetzt weich werden lassen. Meld mich gleich zurück, wenn es ein bisschen abgekühlt ist, wenn wir die Soße draufpacken, wenn wir es rumrühren in unserer Samyang Bowl und wenn wir es dann essen, komplett eine Portion Samyang Too Spicy in diesem Becher. Ich finde den Becher auf jeden Fall mega genial. So, die Nudeln sind also fertig, der Becher ist fertig, da steckt eine Gabel jetzt drin. Der Deckel war ja eh schon auf, ne? Sieht auf jeden Fall gut aus. Ich glaube, das kann ich gleich nochmal so zeigen fürs Thumbnail. Das Wasser ist abgegossen. Hier sind jetzt nur noch die Nudeln drin. Und die Nudeln sind jetzt ein bisschen wässrig noch. Also da ist noch Wasser mit drin, aber die Leute sagen eh immer, Ramses, wenn du das machst, lass mal am besten ein bisschen Wasser mit drin. Durch das Wasser verteilt sich die Schärfe nochmal gut. Dann ist das noch schärfer, noch brutaler, noch intensiver. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man das nun wirklich richtig macht, wie es komplett richtig ist.
jeder sagt was anderes, jeder bereitet das irgendwie auch ein Stück anders zu. Ich weiß nur, dass wir jetzt hier diese rote, scharfe Soße hier reinmachen, die auch gleichzeitig immer sehr ölig ist, die aber wirklich einfach richtig mega scharf ist. Also, ihr könnt ja mal so einen Beutel nehmen und könnt ihn dann einfach trinken und dann, ja, war's das. Weiß ich nicht, was es so gibt, ob das jetzt wirklich nur von der Soße kommt, die Schärfe, aber ja, wahrscheinlich. Die gibt es ja auch extra so zu kaufen, das ist ja kein Geheimnis. Es gibt ja die Samyang-Soßen extra so in Fläschchen, dass man sich das auch an andere Gerichte machen kann. Oh mein Gott. Ein Tropfen auf der Zunge, schon knallt alles rein. Das Tütchen mit dem Sesam machen wir jetzt auch noch da drauf. Das geht komischerweise auf. Ohne viel Probleme werden das jetzt hier noch drauf streuseln, wie das hier rausfliegt. Sesam und Algen machen das jetzt auch hier rum in dieser Schüssel. Und dann gucken wir mal. Der Geschmack dürfte ja bekannt sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt mehr ist, ob das weniger ist. An sich hätte die Portion eigentlich die gleiche sein müssen. Der Unterschied sollte nur sein, dass das andere eben ein Tütchen ist und das ist eben direkt ein Cup, aus dem ihr so direkt auch essen könnt. Wie gesagt, am liebsten würde ich den dann ausspülen und immer darin jetzt meine Nudeln machen, denn da kann ich dieses Nudelnest immer da reinlegen und da einfach immer nur Wasser drüber machen, dann dürfte das passen. Jetzt ist das hier rumgerührt. Es sieht aber halt immer so wenig aus. So eine Portion Samyang ist einfach nicht so viel. Zeige nochmal den Deckel, vielleicht jetzt für das Thumbnail. Das ist die Nummer 10 vom Samyang Nudeltest. Diesmal aus dem Cup. Das ist eine ganze Portion. Und die ganze Portion werden wir jetzt essen. Und die wird auch wieder mega scharf, aber gleichzeitig auch wieder mega köstlich sein. Und deshalb sehen wir uns gleich wieder. Genießt es einfach. Ich werde es auch genießen. Und ich werde wieder leiden. Das Gute ist, wenn ihr Schluck aufkriegt, merkt ihr, dass da wirklich deutlich Schärfe drin ist. Oh. Aber es schmeckt so verdammt gut. Auch wenn ich gerade nicht so danach aussehe. So, das war's auch schon. Die Portion ist auf jeden Fall leer. Das war eine Big Bowl, Too Spicy von Samyang. Und wir haben wieder den roten Lippenstift am Start. Und ich möchte, wie gesagt, unbedingt nochmal Four Spicy testen. Und ich mir einfach so ausgedacht jetzt als Name, wenn du einfach zwei Packungen Too Spicy nimmst, eine doppelte Portion, eine extra Portion, das zusammen, weil es ja trotzdem immer relativ wenig ist und weil ich auch so viel aus den Fan-Paketen noch da habe, an Too Spicy-Paketen, was sonst ewig dauern würde, die zu essen. Und wenn man eh schon eins zurecht macht, dann kann man ja auch gleich direkt zwei zurecht machen. Und diese Reisdinger müssen wir ja auch noch testen. Wenn ihr die Too Spicy schon probiert habt, schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr die findet. Wenn ihr die gerne mal probieren würdet, schreibt das auch mal rein. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.